brutal. Das sind 32, 33 Grad. So, ihr Lieben, 9 Loch sind gespielt. Bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe 44 Schläge gebraucht, 36 logischerweise, wie bei fast allen Par 72 Plätzen in Deutschland oder auf der ganzen Welt, wäre 36 richtig. Bin 8 über. Das bedeutet, wenn mein Ziel ist, 9 über Bogeygolf zu spielen, bin ich einen besser als Bogeygolf. Wenn wir das jetzt so weiterspielen würden, wäre am Ende eine 88 bei rausgekommen. Aber ihr wisst, 9 Loch Golf zu spielen ist noch eine ganze Menge Holz. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Das eine, oder die zwei Doppelbogies waren ein bisschen doof, die mir entgegenstehen. Aber dann auch mehrere Pars. Ich bin also sehr zufrieden. Darauf können wir uns jetzt aber nicht ausruhen. Jetzt geht es mit den zweiten 9 weiter. Seid gespannt, freut euch mit mir. Ich bin allerdings schon total durchgeschwitzt. Es sind irgendwie um die 30 Grad. Ich kann mal hier auf meine Apple Watch gucken, was erzählt die Apple Watch. 31 Grad. Also es ist hochsommerlich, aber genauso wollen wir es haben. Und ich mache da auch keinen Alarm und keine Panik. Deswegen, ich werde nicht dran sterben. Hoffe ich jedenfalls nicht heute, nicht in 10 Jahren. Hoffentlich erst irgendwann in 30, 40. Denn ich will noch ganz viele Runden für euch aufnehmen. Und jetzt geht es weiter auf Bahn 10. So, Jungs, Mädels, Golfer, Golferin, Bahn 10 geht los. Das ist hier wie so ein, schlängelt sich so ein bisschen wie so ein S. Wir müssen erst so ein bisschen nach links rüber, um dann hinter die Bäume nach rechts Richtung Grün zu kommen. Es sind 400 und ich glaube 66 Meter. Das ist ein ganz schönes Brett, das Teil hier. Ich möchte den Ball jetzt nur wieder im Spiel halten. Ihr wisst, ich spiele mit meinem Chromsoft von Callaway. Mit dem bin ich total happy und der ist heute ausnahmsweise mal weiß. Denn wir konnten leider keine gelben Bälle zur Verfügung gestellt werden. Also haben wir sie heute mal in weiß. Ihr wisst, eigentlich ist mein Markenzeichen der gelbe Callaway-Ball. Heute ist er weiß, aber scheinbar funktioniert er auch. Ui, der ist ganz schlecht. Hui, der ist ganz schlecht. Der ist da vor dem Baum. Ja, das macht diese Bahn nicht leichter. So, Freunde, ihr habt das Drama gesehen. Schlechter Abschlag. 9er Eisen. Nur den Ball wieder ins Spiel kriegen. Medizin nehmen und weiterspielen. Oh, jetzt machen wir wieder Mist. Ja, der ist da vorne. Ui, das ist jetzt nicht schön. Ihr Lieben, ihr seht das Malheur. Ja, liege jetzt hier so in der Pampa, habe jetzt gerade einen netten, jungen und sehr talentierten Spieler mal eben vorbeigelassen. Der prügelte mal eben aus dem... Also falls du das siehst und dir das anguckst, Hut ab. Also der Schlag aus dem Bunker mit dem Hybrid, glaube ich, oder was das war, oder Holz, war da schon à la Bonheur. Ich habe jetzt hier eine Aufgabe. Ich muss jetzt schauen, dass ich hier so irgendwo da vorne so Richtung dem 200-Meter-Marker irgendwo hier rauskomme. Das ist einfach nur ein Rescue-Shot. Also ich versuche den jetzt eigentlich nur irgendwie flach so da hinten, weil da hinten ist irgendwie, ich weiß nicht, was das ist, irgendwie irgendwas, das sieht so ein bisschen aus wie Raumschiff Enterprise. Da versuche ich den jetzt irgendwie hinzukatten. Das ist das 7er Eisen, also ich werde den mit sehr stark nach vorne geneigten Händen spielen, damit er flach bleibt. Das ist zumindest mal die Idee hinter diesem Schlag hier. Mit ganz viel Risiko hat das richtig gut geklappt. Er hat natürlich ein bisschen Blattwerk mitgenommen. Also, und ich, ja. So sieht dann der Schläger aus. Ja, okay, also, das kann man auch mal machen. So, ich möchte euch jetzt mal gerade noch mal so ein bisschen die Fairway-Qualität zeigen. Also, das ist wirklich gut. Da gibt es gar nichts zu meckern. Also, das ist alles wirklich, und es ist fair. Es ist, wie gesagt, überall gemäht. Bunker sind gehakt, die Bunker sind auch fair, haben keine so ewig hohen Kanten und da könnt ihr schon meinen Schlag sehen, den ich da jetzt aus den Bäumen gemacht habe. Da vorne ist der junge Kollege.
So, für den vierten Schlag nehme ich jetzt das 8er Eisen. Mache ich nicht, weil das ist zu lang. Ich nehme das 9er Eisen, während ihr mich jetzt gerade nicht mehr sehen könnt, aber hören könnt, hoffe ich, suche ich mir das 9er, denn das 8er Eisen ist fast 130 Meter lang. Und ich habe nur 126 bis hinten. Ja, meine Freunde, die Vierbeinigen, sind natürlich hier auch. Jetzt heißt es halt, das 8er Eisen schön ans Grün bringen. Ah, der ist ein bisschen zu weit rechts. Bounced aber schön zurück. Sollte auf dem Grün sein. Guter Schlag. Ich bin zufrieden. Ja, was heißt zufrieden? Die Richtung hat nicht gestimmt. Länge war alles perfetto. Guter Treffer. Ah, wir reparieren natürlich immer, wenn wir was kaputt machen. Und wer mich kennt, weiß, Pitchmarken mache ich immer weg. Denn das gehört sich so. Platz wird immer mit dem vierten drauf, ist es ein paar fünf. Das heißt, jetzt müssen wir schauen, dass wir den in eine gute Position bringen. Es geht relativ stark bergab. Wir müssen den also so ein bisschen rechts anspielen, also von euch aus der Kameraposition nach links. Ja, wollen wir mal sehen, ob wir den da runterkriegen. Ich trage jetzt gerade das wieder ein. 121 Meter war das Eisen 9 jetzt lang. Ja. Hang aufwärts, ein guter Treffer gewesen. Müsste rumkommen. Oh, das war, ja, es war gar nicht schlecht. Die Länge war gut gelesen. Von der Richtung habe ich gedacht, es wäre ein bisschen mehr drauf. War es jetzt nicht. Ja gut, alles in Ordnung. Das ist dann der Schlag zum Bogi. Also auf dieser Bahn wäre, wenn man so will, ein paar durchaus gar nicht so schwer möglich, wenn man den Ball nicht quer beim Platz spielt. So, der sechste muss rein. Fürs Bogi. Nein! Oh, ist das ärgerlich. Ausgelebt, die 7. Doppelbogi-Start. Ärgert. Das ärgert mich. Die Bahn 11 liegt vor mir, 360 Meter lang, hat einen leichten Bogen nach links. Jetzt musste ich gerade den Dreipad schlucken, der war natürlich total ärgerlich und ebenso unnötig. Aber so ist das im Golf. Jetzt geht es hier darum, den Ball einfach nur wieder geradeaus zu spielen. Ich müsste meinen Driver mal so ein bisschen wiederfinden. Der ist im Moment so ein bisschen abhanden gekommen, aber ich habe auch sehr spitzige Hände. Es ist halt ultimativ warm, ne? Also irgendwie 30 Grad. Kleine Kurve drauf. Ja, der wird da beim Bunker liegen. Ja, es ist ein bisschen anstrengend gerade. So, wir haben jetzt noch 109 Meter bis Grünmitte. Das ist für mich Pitching Wedge. Und auch hier jetzt einfach nur wieder den Ball aufs Grün bringen. Leicht rechts heute bei mir. Ich bin im hinteren Bunker jetzt, das ist natürlich nicht schön. Ja, ich habe so ein bisschen wahrscheinlich die Schlagfläche oder mein Griff ist einfach insgesamt ein bisschen zu schwach. Dann schließt im Treffmoment die Schlagfläche. Jetzt Sandzeit, Bunkertime. Mal gucken, ob wir den hier vernünftig rauskriegen. Im Bunker senke ich immer die Arme tief, Schlagfläche auf und versuche so eine Ballgröße, Breite vor dem Ball in den Sand zu kommen.
und dann mit Schmackes nach vorne. Ja, das ist dann für meine Handicap-Klasse auch sehr gut gelungen, finde ich. Habe jetzt noch so 3 Meter, bis der Ball im Loch ist. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Und so wie es gewünscht ist, immer in Richtung des Abschlags die Zähne und die Hake komplett im Bunker, damit die Greenkeeper nicht absteigen müssen und drumherum mähen können. Ja, wir liegen leider schon auf 4 Schläge. Das heißt, das ist schon wieder der Bogey-Putt. Es müsste jetzt mal ein langer fallen. Es ist heute noch nicht ein einziger Putt, der länger als 2 Meter oder 3 Meter ist gefallen. Die sind alle immer knapp davor, knapp drumherum. Es wird also Zeit, jetzt hier auf der 11 mal so ein Ding zu machen. Auch der nicht. Es ist wieder dasselbe wie schon die ganze Zeit. Es ist die 6. Ja, sehr schade, sehr schade, sehr schade. Unnötig. 2 Doppelbogies. So, ihr Lieben, mit 2 Doppelbogies auf die Back-9, das ist natürlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber Golf ist kein Wunschkonzert. Golf ist kein Wunschkonzert. Langsam, langsam. Wie ich immer so schön sage. Und jetzt halt hier wieder ein paar 4, die Bahn 12, den Ball lang. Das Fairway runter. Ja, der sollte da ganz gut liegen. Das war ein ganz guter Schuss. Einen ganz kleinen Tucken links. Aber wir nehmen den. So, ihr Lieben, 200 Meter Abschlag, der war gut. Jetzt heißt es einen relativ flachen Punch. Ich bin ein bisschen zu weit links, in Richtung des Bunkers da hinten. Ja, ich befürchte, der ist im Bunker. Trotzdem, das war so, wie ich es mir ungefähr vorgestellt habe. Der sollte vielleicht nicht ganz so weit nach rechts, aber alles gut. Nehmen wir, müssen wir sowieso. So, ihr Lieben, der Ball ist noch durch den Bunker irgendwie durchgerollt oder dran vorbei. Ich konnte das von da hinten nicht genau sehen. Auf jeden Fall, er liegt jetzt hier zwischen beiden Bunkern. Und ich habe 48 Meter bis grün Mitte. Das heißt, wir werden wieder ein bisschen kurz bleiben. Denn wie ihr das gerade auch, glaube ich, schon im Anflug sehen konntet, hinter dem Grün geht es runter. Also, jetzt heißt es, den Ball irgendwie kurz hinspielen. Dritte drauf wäre jetzt das Ziel. Und das ist dann der klassische Superfehlschlag, aber das kommt halt vor. Ja, so geht dann der Score kaputt. Das ist dann natürlich alles ein bisschen hier suboptimal, was ich hier auf den 2. 9 mache. Ja, schlecht, 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 schlecht. Das war jetzt dann schon der 4. Jetzt kämpfen wir schon wieder ums Doppelbogey. Und hier möchte ich euch einmal zeigen. Sie schreiben es auch extra drauf. Hake bitte in den Bunker zurücklegen. Tut das. Legt die komplette Hake in die Bunker. Da müssen die Greenkeeper nicht immer vom Meer absteigen. Ihr helft damit allen. Also die Fahne, also die Hake gehört am Ende. Da hinten ist der Abschlag. Sie gehört so in den Bunker rein. Komplett vollständig und nicht halb raus, halb rein irgendwie. Das ist halt einfach nicht richtig. Sie gehört komplett drauf. Und hier hat das Greenkeeping das sogar extra drauf geschrieben. Also tut's bitte auch. Der Schläger ist heute noch gar nicht zum Einsatz gekommen. Mein Chipper. Jetzt ist es an der Zeit. So, der 5. Schlag. Also im Moment leiden wir ganz schön auf den 2. 9.
Aber jetzt müssen wir schon mit dem Wunder das Doppelbogie spielen, sonst wird es das Triplebogie. So, jetzt haben wir hier ganz schön viel Unsinn verbracht. Also das sind jetzt schon 5. Wir spielen jetzt zum Doppelbogie hier aus 3 Meter und bis jetzt ist noch heute keiner gefallen. Wollen wir mal schauen, ob es mir jetzt gelingt. Links, wie schon 4-5 Mal, ist das jetzt ein Triple-Bogie. Also Doppel-Bogie, Doppel-Bogie, Triple-Bogie. Also das, was auf den Frontline noch gut lief, will jetzt gerade gar nicht mehr. So, liebe Golffreunde, das ist jetzt hier die Bahn Nummer 13. Das ist ein Par 3 und das ist irgendwie 180 Meter lang. Ich stelle mir immer die Frage auf so Amateurplätzen, wo jetzt keine Bundesliga-Mannschaft spielt oder nicht die DP World Tour, ob es da Not tut, dass Par 3 180, 190 oder 200 Meter lang sind. Ich tue mich damit schwer. Also ich sage nein. Zumal das dann auch noch das drittleichteste Loch des Platzes sein soll. Puh, naja, wir werden sehen. Vielleicht spielen wir hier mal wieder ein Pärchen. Es wäre uns zu wünschen, ich nehme das Hybrid. Weil wenn ich den Driver wieder erwartend richtig treffe, dann ist der überall aber nicht da, wo er hingehört. Das ist ein ganz kleinen Tucken rechts. Der liegt da am äußersten Rande des Grüns. Das war jetzt kein schlechter Schlag. Ich habe heute die leichte Tendenz, immer etwas rechts zu sein. Also von eurer Seite aus dort, das rechts. Wenn ich so stehe, ist es natürlich für euch links. Also, weiter geht's. Ja, das würde ich sagen, hat jetzt ganz gut geklappt. 67 Meter ist das Hybrid gewesen. Liegt so 2 Meter hier vor dem Bunker. Wir haben jetzt so 3 Meter bis Grünanfang. Ich nehme meinen Chipper, das ist so für mich jetzt einfach einfacher. Mit meinem Sandwich bin ich gerade im Moment ein bisschen auf Kriegsfuß und deswegen nehme ich meinen Safe-Schläger. Ja, und der macht dann auch genau das, was zu helfen, dass ich ein paar spielen kann. Golf kann so einfach sein, auch auf so Löchern, wo ich sage, das muss eigentlich nicht sein. Ich muss hier trotzdem mal ganz kleinen Lob aussprechen. Also der Platz ist in einem unfassbar guten Zustand. Also ich kann das wirklich nur sagen. Ich spiele ja nun reichlich verschiedene Plätze so über das ganze Jahr. Das ist hier schon richtig gut. Also die Grüns sind toll. Die laufen schön spurtreu hinterher. Da gibt es nichts zu meckern, aber wirklich gar nichts. Also von daher sehr schön. Also nach Doppelbogie, Doppelbogie, Triplebogie das erste Paar auf dem Back Nine. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen bisher schon mit mir mitgelitten. Jetzt hier in diesem zweiten Teil. Es ist brutal. Es sind 32, 33 Grad. Die Sonne lötet runter vom Himmel. Es ist August. Aber das nennt sich halt Sommer. Das war, als ich ein Kind war, auch schon so. Da hatten wir auch teilweise 38 Grad. Und ja, mittlerweile bin ich 54, stehe hier immer noch. Ich habe es überlebt. Und ich freue mich immer, wenn Sommer ist. Es ist, wenn ich sage, es ist knacke heiß, es ist ganz schön anstrengend, dann meine ich damit nicht, ich beschwere mich, sondern ich sage, das ist eigentlich total genial. Weil wir haben in Deutschland sowieso schon nur ein Halbjahre Sport als Golfer und Golferin. Und ich bin einfach dankbar um jeden Tag, an dem das Wetter schön ist, an dem die Sonne scheint und es von mir aus auch heiß ist. Ich habe irgendwie 10 Liter zu trinken mit. Ich komme schon klar. Na? Und ich hoffe, ihr habt am Tisch, am Handy, wo auch immer ihr seid, in der Zugbahn, wo auch immer ihr das Video hier gerade guckt, ihr habt auch was zu trinken dabei und habt ein bisschen Spaß. Habt mir mitgelitten, euch jetzt mitgefreut und jetzt geht's weiter auf die 14. Ihr seht mich auf die T-Box der 14. Und was soll ich sagen, das ist mal wieder ein leichtes Dogleg. Und 443 Meter sagt man in Sachen Garmin Vorschau auf meiner S62. Es geht einfach nur erstmal gerade raus und dann geht es leicht rechts rum. Ziel ist es also, den Ball in eine Position da unten zu legen. Platz ist da auf jeden Fall auf der rechten Seite, auf der linken Seite genug. Wieder so ein flaches Gedingense. Eieieiei. Ja, ich muss tatsächlich gestehen, die Erschöpfung greift ein wenig um sich. Die Temperaturen fordern schon so ein bisschen Tribut. Wie gesagt, das ist total toll.
Aber da merkt man, ich müsste mehr in die Muckibude, Jungs und Mädels. Habe ich keine Zeit. So, ihr Lieben, wir haben das Fairway nicht erreicht. Das ist da vorne. Das waren jetzt irgendwie 90 Meter. Ja, das sind dann diese scheußlichen Abschläge. Jetzt heißt es dann einfach wieder, den Ball dann jetzt dahin spielen, wo er eigentlich schon einen Schlag vorher gelegen hätte, wenn man es richtig gemacht hätte. Ja, perfekter Eisen-5-Schlag. Der liegt jetzt genau da, wo er hin sollte. Perfekt. Ja, das war jetzt ein sehr guter Schlag. Damit bin ich sehr, sehr einverstanden. Also, alles repariert, alles gut. So, der Schlag war jetzt irgendwie 160 Meter lang mit dem Eisen 5. Das war jetzt ein ganz okayer Schlag. Ich habe jetzt noch 184 Meter bis grün Mitte. Ich habe nur ein Eisen 7 in der Hand. Ich möchte so leicht links von den Bäumen bleiben, hoch genug bleiben und den dritten vorlegen und den vierten draufspielen. Wir müssen das jetzt demütig machen, weil der Abschlag war halt kurz und entsprechend ist das mit dem dritten Schlag praktisch kaum erreichbar. Alter Schwede. Ja, der liegt da hinterm Baum, der ist dann am Baum abgeprallt. Schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Das ist mein Fehlschlag. So, der dritte, das war mein typischer Fehlschlag. Das mache ich dann manchmal, dann komme ich stark von oben, von außen und die Schlagfläche ist brutal zu. Und dann blocke ich den nach rechts weg und jetzt liegen wir hier mit dem dritten irgendwo im Gemüse. Ich versuche jetzt nur mit einem Eisen 5 hier irgendwie zurück Richtung Fairway zu kommen mit einem flachen Schuss irgendwie. Brauchen wir jetzt auch ein bisschen Glück dabei natürlich. Aber was anderes kann ich jetzt hier kaum machen. Ja, das hat funktioniert. Ja, es fängt ein bisschen hinten an zu gewittern. Ich hoffe, ich schaffe es noch rein rechtzeitig. Ja, lieben, vier Schläge sind schon durch. Katastrophal. Der erste war kurz, der zweite da, der dritte rein, der vierte hier. Jetzt machen wir den fünften. Und der muss jetzt irgendwie in Richtung Fahne kommen. Ich versuche den mit dem Chipper etwas in die Luft zu kriegen. Ja, das hat auch gut funktioniert. Der rollt jetzt gut hin. Wir haben eine Chance auf die 6 noch. Wir wollen mal schauen. So, das ist jetzt der Schlag zum Bogey. Also das ist eigentlich eine Bahn, die man easy going im Paar spielen kann. Ihr hört es vielleicht leicht im Mikro. Es grummelt, es gewittert von da hinten. Ihr könnt es wahrscheinlich auch da hinten sehen. Es ist schon... Sieht was auf. Ich bin nicht sicher, dass ich spielen kann bis zum Ende. Wir werden sehen. Wir gucken. Der Bogeyschlag jetzt zur 6. Auch der geht nicht rein. Also es fällt nicht ein einziger Putt heute. Das ist dann das Doppelbogey. Es ist wirklich scheußlich. Also ich bin heute mit einem eiskalten Putter unterwegs, der mich wirklich zur Verzweiflung bringt. Und weil eben gerade auf der 13 die 180 Meter beim Par 3 noch nicht lang genug waren, sind sie jetzt 201 Meter auf der Bahn 15 auf dem Par 3. Okay, es geht ein bisschen bergab, das spielt sich also sicherlich etwas kürzer. Trotzdem, also wenn auf dem Schild beim Par 3 200 Meter steht, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin Tiger Woods. Das ist so. Okay, also wir probieren jetzt wieder einen lockeren Schlag darunter. Ist jetzt einen ganz kleinen Tucken links. Ja, entweder ist er im Bunker oder liegt kurz davor. Also grundsätzlich gut gegangen. Bin ganz schön im Arsch. Ich denke, ihr seht das auch. Corti ist kaputt. Aber Corti zieht durch. Ist ja nicht mehr so weit. Vier Löcher sind es noch. Wir schaffen das. Das macht trotzdem eine Hölle Spaß. Und ich genieße es auch, endlich mal wieder mit euch zu quatschen. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und wenn es euch gefällt, Like, Abo und ein Kommentar. Ich freue mich immer über Kommentare. Ansonsten, was soll ich sagen? Wir versuchen jetzt die letzten 3-4 Löcher noch ordentlich zu Ende zu spielen. Ich muss jetzt gleich ein bisschen was trinken und mal eine Banane essen. Ich merke so ein bisschen, wie die Jalousien so ein bisschen runtergehen. Ich bin ganz schön groggy jetzt mittlerweile nach 2,5 Stunden, 3 Stunden. Aber es macht Spaß. So,
knapp 200 Meter lang, 198 Meter, das halbe 3, stark bergab. Das ist natürlich jetzt gerollt wie Hölle und ist bis in den Bunker hier gegangen. Das ist aber alles in Ordnung, da muss ich das auch so ein bisschen revidieren. Da spielt sich halt irgendwie wie 160, 170 Meter. Trotzdem, ich kriege immer Panik, wenn da 200 Meter beim Par 3 steht. So, jetzt geht es darum, den ordentlich rauszuspielen und vielleicht mal wieder noch ein paar zu spielen. Jetzt muss er bremsen. Ach, tut er auch. Ein Ducken zu lang, aber ein guter Bunkerschlag. Bin damit einverstanden. Das muss ich auch mal loswerden. Die Bunker sind von der Sandqualität her Premium. Also da auch mal ins Greenkeeping hier im Gut Ottenhausen in Lage. Kompliment. Chapeau. Ihr habt den Platz hier gut im Griff. Also ihr Greenkeeper, Greenkeeperinnen, ich weiß nicht, männlich, weiblich, wer sich alles so bei euch im Greenkeeper-Team befindet. Dankeschön, dass ihr den Platz so toll gepflegt habt. Lohnt sich. Macht Spaß, ist toll. Ich komme hier gerne Donnerstag wieder her, dann zum Zweiländerkampf und versuche mich wieder so zu schlagen wie heute. Vielleicht ein bisschen besser als in den ersten 3 Löchern auf den zweiten 9. Ansonsten war das ordentlich. So, das war wieder ein sehr guter Bunkerschlag. Ich bin damit sehr einverstanden. Also wie gesagt, Bunkerspiel ist bei mir meistens, also in 80% der Fälle würde ich mal sagen, überdurchschnittlich gut. Das funktioniert. Ich treffe die Bälle auch ganz gut. Ja gut, der ist jetzt hier natürlich 5 Meter zu lang, aber dass ich wie irgendwie so ein Scotty Scheffler die Dinger da aus dem Sand ins Loch befördere, nun ja, die Erwartungshaltung habe ich auch gar nicht. Das war ein guter Bunkerschlag. Jetzt schauen, dass wir den in eine Position kriegen oder mit Glück fällt mal einer. Nee, da hängt es jetzt ein bisschen zu stark. Leider nicht, aber es wird das Bogey werden. Das ist auch in Ordnung. Ja, da ist es die 4, das Bogey. Ja, jetzt das letzte Loch hat mir ein bisschen wehgetan, aber Bogey-Golf ist mein Golf. Komme ich mir klar, das ist auch das, was ich euch so zeigen möchte. Golf kann Spaß machen mit auch diesen Fehlschlägen, die zwischendurch da sind. Darum geht es ja, euch auch zu zeigen, zwischendurch, als ob man noch nie Golf gespielt hätte. Und dann kommen irgendwelche Draws, Fades nach Belieben und alles ist wieder super. Wie soll man das sagen? Ärgert euch nicht über die Schlechten, freut euch über die Guten. Denn die sind es, warum wir Golf spielen. Und es sind halt nicht zu viele. Deswegen umso mehr freuen. Ja, ein leichter Draw, der ist gut. Ja, der krabbelt den Berg hoch. Das ist in Ordnung, die Bahn 16. Ja, ich war jetzt so mit mir selbst gefangen, habe ich euch gar nicht so erzählt, das ist ein Par 5. Und das Ganze ist 494 Meter lang, also ein höllelanges Par 5 und auch noch bergauf. Aber der Abschlag war gut, weiter geht's. So, von da hinten haben wir gerade gespielt. Ich glaube, ihr könnt das ganz gut sehen. Und ich drehe mich mal mit euch langsam. Da liegt der Ball. Ja, und da hinten, da müssen wir dann hin. Also das ist schon noch ein ganz schönes Ende von hier aus. Ich denke mal so 300 Meter, also ein Hybrid 3 kommt jetzt. Grundsätzlich ist das jetzt hier so eine ähnliche Situation wie eben gerade bei dem Par 3 bergab. Das geht jetzt hier auch bergab, sind aber 311 Meter, also 300 Meter bis grün anfangen. Ich möchte den jetzt nur locker irgendwie auf dem Fairway halten und da unten Mitte Bahn bringen. Das wäre jetzt das Ziel mit einem lockeren Schlag. Ist ein bisschen zu weit rechts. Ja, der liegt da, aber das ist in Ordnung. Der ist jetzt nur zu weit rechts. Ist aber frei. Ja, der liegt. So, ihr Lieben, der Ball ist im Baum hängen geblieben da vorne. War nur 147 Meter. Jetzt haben wir nochmal 150. Ich habe ein Eisen 7 in der Hand. Und wir müssen über den Bunker, den ihr da seht, beziehungsweise ihr seht den Schlag auch gleich am Ende dann schon von der Position hinter der Fahne. Wieder, da ist er wieder, dieser. Ja, der ist weg, da müssen wir einen zweiten Ball spielen. Der war nun wirklich ganz scheußlich.
Ja, wir machen das mal provisorisch. Das ist dann mein Fehlschlag. Dann ist es dann, wenn ich dann so von oben komme und dann kippe ich die Schlagfläche komplett zu. Das ist dann schlecht. Ja, der ist dann auch leicht angehuckt. Ja, der wird dann rechts am Grün liegen. So, wie ich schon sagte, der Platz ist sehr fair. Lag hier vorne in dem Zwischenstreifen, die Leute, die den Platz hier kennen, zwischen der Bahn 16 und 17, da kann man ganz gut was wiederfinden. Und ich habe ihn auch gefunden und habe ihn dann jetzt hier quer zurückgespielt. Das war nicht das Beste. Aber wir liegen jetzt auf 4. Ich mache jetzt den 1, 2, 3, 4, den fünften Schlag hier auf dem Par 5. Und ihr seht, ja, ich nehme meinen Chipper. Bin jetzt auch so ein bisschen verunsichert und ich merke echt, der Kreislauf hängt mir so ein bisschen in die Kniekehle. Der schafft es auch nicht bis drauf. Okay, das war der fünfte. So, das ist dann jetzt Schlag Nummer 5. Gar nicht wahr. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist der sechste jetzt hier. Also das ist jetzt der Schlag zum Bogey. Ja, der war es dann auch nicht. Aber so wird es dann jetzt das Doppelbogey, die 7. Ja. Ja, das Bogey gespielt. Es hängt doch so ein bisschen dran. Ich bin ganz schön groggy. Bin kaputt, will nicht meckern, will auch nicht jammern, aber. Jetzt brauchen wir noch mal einen vernünftigen Abschlag. Das wäre hier natürlich extrem wichtig. 305 Meter von hier vorne. Nein, 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 der ist nirgendwo. So. Ja, Golf ist halt auch ein Natursport. Und ihr seht das hier. Hier liegt so eine Rinderherde im Schatten. Schön genießen das hier. Ja, der ist natürlich schon. Ja, schöne Tiere, toll. Wie 198 Meter, auch wieder zu weit links. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das läuft heute nach Wunsch, schon gar nicht die zweiten 9 hier. So, jetzt haben wir ein Pitching Wedge bis da oben hin. Ja, der ist gar nicht so schlecht, wenn er nicht zu lang ist. Also drauf ist er in jedem Fall. Jetzt müssen wir mal schauen, ob er nicht zu lang ist. So, und jetzt haben wir noch, vielleicht kriegen wir ja mal noch ein paar hin. Ja, gefühlvoll, gefühlvoll. Hätte ein Tucken länger sein dürfen. Aber hätte Fahrradkette, Jungs und Mädels. Wir haben ein paar Putt, aber aus dieser Entfernung. Ist heute noch kein einziger gefallen. Ihr wart live dabei, sowohl auf den Frontline als auch auf den zweiten Teil erschienen. Für mich ist das so innerhalb von, ja, von 32 Grad, zeigt mir meine Apple Watch an, von knapp 4 Stunden. So, das war jetzt schön fürs Paar. Selbstverständlich nicht. Also schieben wir das Bogey. Es wäre auch zu viel verlangt gewesen, wenn so ein Ding mal reingeht. Naja, also an den Grüns liegt es nicht. Die sind fabelhaft, die sind richtig toll. Es liegt am Bediener, es liegt an mir. So, die Bahn 18, die bietet dann nochmal einen schönen Blick. Das ist nochmal ein Par 3.
und sieht toll aus. Vorne der Abschlag ist schon so ein bisschen stufig, für die Damen etwas tiefer. Da unten liegt das Grün. Das ist so 130 Meter bis Grünmitte. Ja, also wie gesagt, ist eine tolle Anlage. Auch die Beschilderung hier, das zeige ich euch gerne auch mal, ist ein bisschen von der Sonne, hat schon so ein bisschen was verloren, aber ist ansonsten alles gut lesbar. Herren 131, Damen 120, Junior auch 120. Ja, es grummelt im Hintergrund nach wie vor, aber das ist schon schön. So ihr Lieben, obwohl das jetzt hier 135 Meter sein sollen, aber das geht bestimmt 20 Meter nach unten. Ich spiele das mal mit dem Eisen 9 und spiele das mal so, als wären es irgendwie 120 oder so. Mal gucken. Ein schöner Abschlag jetzt hier auf so ein paar 3 wäre jetzt natürlich noch schön. Und wieder ein Hook, wieder ein Hook. Es ist doch so, den haben wir dann so richtig schön von da oben hier so hingehuckt. Der liegt, das ist hier der Abschlag von der 16, der liegt jetzt hier praktisch direkt davor. Also der war echt schlimm. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie einen vernünftigen Shot hinkriegen. Das wird auch nicht einfach. Ist heute nicht so mein Ding, aber wir gucken mal. Oh, der ist wahrscheinlich ein Tucken zu lang. Ja, läuft mir hinten runter. Habe ich halt keinen Spin drauf gekriegt. Alles ist gut. Der zweite liegt jetzt da. Das ist besser als der dritte im Bunker. Von daher, wir schauen, vielleicht spielen wir das Bogey. So, ihr hört das Gegrummel im Hintergrund. Ich habe jetzt hier meinen Chip. Ui, und der ist viel zu lang. Dann werden wir wahrscheinlich hier nochmal einen Doppelbogey spielen. Weil der müsste jetzt schon zur 4 hier rein. Ja Leute, wir sind auf dem Grün der 18 angekommen. Die Front 9 waren toll mit 44, die Back 9 waren ganz scheußlich. Mich hat dann doch ganz schön die Wärme gekillt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt total im Eimer. So, das ist der Bogey-Putt. Es ist wie gesagt nichts gefallen, aber jetzt fehlt was. Pass auf, jetzt der letzte geht ganz häufig rein. Natürlich nicht. So geht das schon den ganzen Tag. Fünf. Ja. Fünf gespielt. Was sagt denn jetzt die Uhr? Was haben wir denn jetzt hier gezaubert am Ende? Zwei Putts, kein Strafschlag. Es ist eine 95 geworden. Das heißt, eine 51 auf dem Backliner. Das ist natürlich scheußlich. Also das ist natürlich nicht das, was ich spielen wollte. Aber so ist Golf. Die Anlage ist toll. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Der Pflegezustand des Platzes ist sehr gut. Die Grüns sind sehr gut. Der hier war heute aus dem Eisfach. Das war das Modell Eispatter heute. Also der hat nicht ein Putt ist gefallen. Also ganz scheußlich so ein Stück davor. So immer so eine Handbreit. Naja, sei es drum. Also Golfclub Gut Ossenhausen in Lage bei Detmold in Lippe, Westfalen. Ist definitiv unbedingt eine Reise wert. Ich würde euch das wirklich mal empfehlen, hier mal herzufahren. Es ist eine schöne Anlage, spielt sich schon so, dass man geradeaus spielen können muss. Sonst wird es hakelig, denn es sind da links und rechts überall Bäume, was aber sehr fair ist. Unter den Bäumen ist überall kurz gemäht. Das heißt, ihr habt immer wieder die Chance, den Ball wiederzufinden. Das hatte ich heute ja auch ein paar Mal, dass ich den Ball immer noch wiederfinden konnte. Das kenne ich von anderen Golfplätzen auch anders. Da sind dann so Streuobstwiesen. Das ist super schön. Also bitte nicht falsch verstehen. Auch an die Clubs, bei denen ich schon gespielt habe und gefilmt habe, wo das so ist. Das sieht toll aus. Man verliert aber Bälle. Und hier ist es so, hier findet man Bälle wieder. Ich sage mal so, wenn ich keine Kamera mit habe und mich voll aufs Spiel fokussieren kann, ja, dann ist hier eine Runde so zwischen 88 und 92 definitiv möglich. Übermorgen spiele ich hier ja das Turnier. Mal gucken, das wäre so mein Ziel, um 90 zu spielen hier. Ich müsste hier eine 92 fürs Handicap, 18,3 spielen. Ich habe ja 20 vor auf diesem Platz bei 18 Löchern vom gelben Abschlag der Herren. Wollen gucken auf Instagram. Wie gesagt, der Hobbygolfer, wenn ihr mir da folgt, könnt ihr dann auch das Ergebnis dann nochmal nachlesen, irgendwo in dem Verlauf. Ich poste da immer sehr viel und auch die tagesaktuellen Stories. Das heißt aber, wenn ihr das jetzt hier seht, liegt das Turnier wahrscheinlich schon einen Monat in der Vergangenheit. Aber trotzdem, der Hobbygolfer auf Instagram abonnieren, mich hier bitte auch abonnieren und wenn ihr mir einen großen Gefallen tun wollt, weil das für den Algorithmus von YouTube wichtig ist, abonnieren, logisch,
kommentieren. Ein kleines vielen Dank, schönes Video oder Sven, das und das hättest du besser machen können, hilft unheimlich, damit der Algorithmus mich weiter vorschlägt und mehr Leute mich noch finden können und so die Community wachsen kann. Das wäre toll. Deswegen ein kleiner Kommentar ist super und natürlich ein Gefällt mir. Wobei, da kann ich mich nicht beschweren, gerade aus der internationalen Community. Die liken ja alle wirklich vorbildlich. Das letzte Video aus Salzgitter mit der Musik untermalt, wo ja mein Mikrofon kaputt war. Ich weiß nicht, 2.500 Likes. Es wird zwar nicht viel kommentiert, aber die Inder, es sind dann viele Inder, die sich dieses Internationale angucken. Namaste, liebe Freunde. Ihr habt das jetzt wahrscheinlich mit dem Übersetzerprogramm geguckt. Wenn ihr es geguckt habt, so lange durch. Was soll ich sagen? Ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass der Kanal ja von einem Jahr von irgendwo 400-500 Abonnenten auf jetzt über 12.000 Abonnenten angewachsen ist. Ihr seid es, die mich dazu bringen, damit weiterzumachen, denn eure Abos, eure Kommentare und eure Likes sind praktisch, wenn man so will, das, was bei mir so in die Tasche geht. Das ist für mich das, was zählt, dass es euch Spaß macht, wenn ich euch mitnehme, so wie ich so mal gut und mal weniger gut spiele. Ich zeige euch, so wie das Ferris Heberleite aus Österreich immer macht, der leider zurzeit keine Videos mehr macht. Falls du das Video hier siehst, lieber Ferris Heberleite, dann würde ich mich freuen, wenn du mal wieder auf die Runde gehst. Ich schaue dir immer sehr gerne zu. Deine Videos rund um Wien sind immer sehr schön anzuschauen, auch sehr authentisch. Und so versuche ich das halt auch zu machen und die Guten und die Schlechten zu zeigen. Also ihr Lieben, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn der Hobbygolfer auf irgendeinem Golfplatz auf diesem Planeten sein Bestes gibt. Danke fürs Zuschauen.